Nasruddin und das Ei. Warum erkenne ich nicht meine großen Möglichkeiten? Nasruddin verdiente seinen Lebensunterhalt, indem er Eier verkaufte. Jemand fragte ihn: Rate, was ich in der Hand habe. Gib mir einen Tipp. Ich werde dir mehrere geben. Es hat die Form eines Eis und die Größe eines Eis. Es sieht aus wie ein Ei, schmeckt wie ein Ei und riecht wie ein Ei. Innen ist es gelb und weiß. Es ist flüssig, ehe es gekocht wird, und wird beim Erhitzen immer fester. Außerdem wurde es von einer Henne gelegt. Ach, ich weiß, es ist eine Art Kuchen. Na, Michel, was meinst du? Was könnte es wohl sein? Ganz einfach, Trainer. Es ist ein Ei. Richtig, Michel. Der Fachmann hatte ein besonderes Talent, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Der Spezialist sieht die naheliegende Lösung zunächst nicht. Frage immer deine Seele oder das Universum, wenn du eine Lösung suchst.